Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten mit einem komplett neuen Let's Play und zwar spielen wir Mutropolis. Das ist ein von Pirita Studios entwickeltes Detektiv-Sci-Fi Point-and-Click-Rätsel-Adventure. Ja, mehr Genres kann ein Titel nicht tragen, würde ich sagen. Und ja, wir screiben das Jahr 5000 und schlüpfen in die Rolle des kleinen Abenteurers und Detektiven Henry Dijon. Oder Dijon? Ja, irgendwie so. Wir haben vor ca. 3000 Jahren den Mars besiedelt, Schrägstrich erobert. Die Erde ist anscheinend nicht mehr bewohnbar, wurde von uns zerstört, ja, wie vorhergesagt. Und ja, wir begeben uns auf die Reise zurück zur Erde mit ein paar Archäologen, die uns begleiten. Und ja, wir werden alte Schätze ausgraben und neu entdecken. Bin mal gespannt. Soll mit vielen Rätseln behaftet sein. Mal gucken, ob die Rätsel auch so knifflig sind wie in Tohu. Falls ihr Tohu noch nicht kennt, dann verlinke ich euch das einmal oben rechts in die Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ein richtig, richtig cooles, süßes Spiel. Ja, wir werden erstmal starten und mal gucken, was uns so erwartet. Lehnt euch entspannt zurück und genießt dieses Let's Play. Akt 1, die Entdeckung. The Earth. Charming, isn't it? Very hard to leave when the big cataclysm happened nearly 3 millennia ago. The survivors fled to Mars. That's where I was born. And now, in the year 5000, we have come back. The adventurers, the academics, the archaeologists. We're here to solve the mysteries of this lost world. Ja, da sind wir auch schon angekommen. Und wir haben hier, das wird einmal Dijon sein, weil wahrscheinlich Henry. Mal gucken, ob wir, da den können wir gleich schon steuern. Streng wissenschaftliches Chaos. Okay. Hier haben wir ein Riesenloch. Der eine hält hier wahrscheinlich irgendwas fest. Werden wir gleich mal drauf eingehen, aber zuerst gucken wir mal, was er hier findet. Schwere Kisten, Theolit aus der Dose, ich brauche nichts davon. Okay, Werkzeugkasten, brauchen wir vielleicht davon irgendwas? Das ist passgeschützt. Versuchen wir mal 0000000. Wird wahrscheinlich nicht klappen. Falsch, naja. Oh, ziemlich schnell der Text. Muss ich mal gucken, kann ich das irgendwo einstellen? Gehen wir mal in Einstellung rein. Sprachausgabe Deutsch ist klar. Musik, Soundeffekte, Textzeilen immer durch Klicken bestätigen. Ah ja, das machen wir mal. Sonst ist das einfach zu schnell zum Lesen. Da komme ich nicht hinterher. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Wir machen einfach mal dann weiter. So. Was hier hinten? Eine Kiste. Ich bin ein anerkannter Archäologe. Ich werde ein Relikt nicht so ohne weiteres entfernen. Ah, jetzt ist besser. Okay, gut. Jetzt können wir das klicken, wenn wir fertig sind. Kalata. Oh, jetzt haben wir was umgeschmissen. Kalata. Wir gehen mal zu Kalata. Ne, jetzt sprechen wir doch Luke an. Na, wie läuft's mit der Expedition? Henry! Lass mich mal nachsehen. Entschuldigung, ich bin etwas nervös. Wie war nochmal die Frage? Habt ihr irgendwelche Interesse? Ah, okay, jetzt können wir hier verschiedene Fragen auswählen. Mal gucken, habt ihr irgendwelche interessanten Artefakte gefunden? Woran arbeitest du gerade? Wie geht's? Total? Kennst du zufällig das Passwort für den Werkzeugkasten? Ja, das wäre doch mal interessant. Dann können wir die Kiste aufmachen. Ich kannte das Passwort von gestern, aber die Zwillinge ändern es jeden Tag. Okay, gut, dann müssen wir die Zwillinge fragen. Das sind wahrscheinlich die hier mit den sportlichen Sonnenbrillen, Skibrillen. Habt ihr irgendwelche interessanten Artefakte gefunden? Ja, eine schöne Statue und ein paar Vasen. Luke sagt, sie könnten mehr als 3000 Jahre alt sein. 3000 Jahre alt? Du glaubst, sie sind präkataklysmisch? Oh Gott. Schwieriges Wort. Todt ist sicher begeistert. Das letzte Mal, als wir etwas so Altes fanden, erntete der Vizedekan die Lorbeeren für die Entdeckung, während Todt gerade Champagner holte. Tja, er ist immer noch nicht glücklich. Er meckert schon den ganzen Morgen. Also ärgere ihn lieber nicht, okay? Okay. 2880. Das ist das Passwort. Notiert. Entschuldigung, was hast du gesagt? Okay, 2880. Müssen wir uns merken. Dann gehen wir gleich mal ran. So. Nehmen wir die nächste Frage. Woran arbeitest du gerade? Ich protokolliere die Daten, die Luke abliest. Und Mikro hilft Max, die Tiefen der Erdspalte auszuloten. Ehrlich gesagt, Henry, ich bin etwas angespannt. Ich will es nicht vermasseln, wenn Totel mich zum ersten Mal auf eine Expedition mitnimmt. Kopf hoch, Carlotta. Du kannst nicht mehr Schaden anrichten, als Totel normalerweise selbst anrichtet. Okay, 92 wurde er in einem sardinischen Sarkophag eingeschlossen, den er studierte. Wir fanden ihn fest schlafend. Er umarmte die Mumie. Echt jetzt? Totel hat mir aber erzählt, dass du der Eingeschlossene warst und dass er dir mit bloßen Händen das Leben gerettet hat. Was? Mir wollte er weismachen, dass Kropa es war. Er sagte, sie sei mit einem Haufen Giftschlangen eingeschlossen worden. Und er rettete sie mit einem Dosenöffner. Ich war derjenige, die bemerkte, dass er vermisst wurde. Der gute alte Totel. Er spielt gerne den Helden. Aber wenn er nicht in diesen Sarkophag hineingeraten wäre, hätten wir die Inschrift auf dem Deckel nie gefunden. Okay. Wie geht's Totel? Oh, ich weiß es auch nicht so genau, aber er murmelt schon den ganzen Tag am anderen Ende der Begrabungsstätte vor sich hin. Ich bot ihm vorhin meine Hilfe an, aber er bat mich zu gehen, weil ich zu laut atmete. Was soll das ganze Gejammer? Alle zurück an die Arbeit! Junge, 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 Junge. Okay, das Passwort haben wir ja. 2880. Ja, dann gehen wir mal hin und machen mal den Werkzeugkasten auf. Ich bin wirklich froh, dass ich endlich bei einer Ausgabe mit dabei sein darf. Ja, schön, freut mich. Nee, können wir das nicht manuell eintippen? Mist, auch falsch. Ich hätte gedacht, wir können das manuell eintippen. Schade. Okay, dann doch nicht. Oh, Pilze. Mal gucken. Die Pilze sind so klein, ich sollte sie stehen lassen. Dann haben wir hier noch einen Ultraschallschaufel, die kaputt aussieht. Ja, schon wieder kaputt. Wahrscheinlich Totel in einer seiner Launen. Okay, dann reden wir mal mit Mirko. Hallo Mirko, kann ich dir helfen? Nee, Micro heißt er, nicht Mirko. Entschuldige, Henry, ich muss mich auf Max konzentrieren. Er steckt ziemlich tief in dem Loch. Soll ich das Seil ein Weilchen halten? Ich kann dir das Seil nicht überlassen. Das erfordert höchste Konzentration. Ich kann erst loslassen, wenn ich sicher bin, dass Max heil auf dem Boden gelandet ist. Aber... Es ist sehr dunkel da unten. Max ist so tapfer. Woher willst du denn wissen, wann er auf festem Boden steht? Keine Ahnung, deshalb halte ich ja das Seil so fest. Was ist, wenn du einen Krampf bekommst? Diese Haltung sieht nicht allzu bequem aus. Ich bin Profi. Das Wichtigste ist, konzentriert zu bleiben. Und ein bisschen mit den Zehen zu wackeln. Okay, wenn er meint. Gucken wir uns mal hier um, Taschen. Oh. Da in der Mitte ist mein Rucksack. Hier ist mein geologischer Chronometer. Könnte nützlich sein. Und irgendwo hier... Hey! Wo ist meine Spitzkelle? Hat jemand meine Spitzkelle genommen? Warum sollte ich deine Spitzkelle haben wollen? Wir haben sie nicht genommen. Ich verstehe nicht mal, warum du sie behältst. Man braucht die nicht. Objektiv gesehen ist sie einfach veraltet. Ich kann nicht glauben, dass meine Spitzkelle verschwunden ist. Wenigstens war der geologische Chronometer da drin. Ich brauche ihn, wenn ich wissen will, wie alt etwas ist. Ah, okay. Unser Inventar. So, wie können wir darauf zugreifen? Das würde mich mal interessieren. Mal gucken. Ja, jetzt sehe ich die Maus gerade gar nicht mehr. Wo ist sie? Ach, da. Okay. Gut. Sprechen wir mal Cobra an. Cobra? Dijon? Musst du mich wirklich mit meinem Nachnamen ansprechen? Okay. Gibt es Neuigkeiten? Du bist spät dran. Ich habe letzte Nacht sehr lange gearbeitet. Tohu war sich sicher, dass die von uns gefundene chinesische Vase eine kreuzförmige Anomalie aufwies. Und am Ende stellte sich heraus, dass sie nur auf dem Kopf stand. Wie auch immer. Hast du mit dem Basislager gesprochen? Ich habe heute Morgen mit ihnen Kontakt aufgenommen. Könntest du sie etwas fragen? Ich würde gerne wissen, ob sie etwas brauchen. Lagerbericht, PG. Sie sagen, es gehe ihnen gut, Dijon. Es geht ihnen immer gut. Okay, du scheinst nicht zu sehr beschäftigt sein. Solltest du nicht die neuesten Funde katalogisieren? Was hat dich dazu bewogen, Archäologin zu werden? Kennst du das Passwort für den Werkzeugkasten? Ach, die können wir auch fragen. Also war das gar nicht das Passwort, was die beiden hier gesagt haben, die 2880? Okay, schade. Okay, wir fragen ihr mal nach dem Passwort. Vielleicht kennt sie das ja. Nein, kennt sie auch nicht. Wenn es okay für dich ist, dann mache ich jetzt mal weiter. Ich bin sehr beschäftigt. Okay, du scheinst nicht zu sehr beschäftigt. Okay. Ja. Du hast recht. Was? Sollte ich mehr wie du sein? Ziellos umherwandern und Dinge anglotzen? Nein, nein, du solltest bleiben, wo du bist. Das Licht in diesem Teil der Höhle verstärkt deinen natürlichen finsteren Blick. Geil. Ja. Auch ein bisschen mit Witz behaftet hier. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. So. Ja. Solltest du nicht die neuesten Funde katalogisieren? Belär mich nicht, Dijon. Man braucht keinen Abschluss in Archäologie, um Routinearbeiten auszuführen. Das überlasse ich Kalata. Kalata ist beschäftigt. Dann kannst du es ja machen. Du siehst nicht beschäftigt aus. Es gibt schon Gründe, weswegen wir beide nicht so viel miteinander reden. Ja, das denke ich natürlich auch, ja. So, danach haben wir sie gefragt nach dem Passwort. Du hast dich dazu bewogen, Archäologin zu werden. Ich frage mal, ob sie meine Spitzhacke hat hier, Spitzkelle. Deine Spitzkelle ist mir egal. Aber du hast sie gesehen. Nein. So, fragen wir das nochmal. Was hat dich dazu bewogen, Archäologin zu werden? Du scheinst von der Arbeit nicht sehr begeistert zu sein. Ihr anderen seid mir da viel zu übertrieben begeistert. Ich bin gut in diesem Job, Dijon. Und wer wird gut bezahlt? Und er wird gut bezahlt. Aber warum Archäologin? Du könntest als Polizistin mehr Geld verdienen. Ganz ehrlich, ich dachte, Archäologie würde mehr Action mit sich bringen. Wenigstens hatte ich so die Chance, den Mars zu verlassen. Ich dachte immer, du wärst gut in der Armee aufgehoben. Das dachte ich auch. Die wollten aber, dass ich mir die Haare schneide. Ja, die sind ziemlich altmodisch da. Und obendrein? Moment mal, führen wir ein freundliches Gespräch? Hä? Das geht doch gar nicht. Nein, auf keinen Fall. Hör auf, mir Honig ums Maul zu schmieren, Dijon. Schon gut, Cobra. Die Magie ist weg. Ja, okay, wir werden sie mal in Ruhe lassen. Und anscheinend braucht er ja seine Spitzkelle hier dringend. Jetzt gucken wir mal. Ah, das ist eine Lampe hier. Vielleicht können wir auch... Ne, hier reingehen wahrscheinlich nicht. Sie steht fest im Boden verankert. Können wir nicht mitnehmen. Hier ist ein großer Pilz. Ah, den kann er mitnehmen. Sehr gut. Okay, was auch immer das hier ist. Ach, hier ist Tohu. Mal gucken. Den sprechen wir einfach mal an. Nein, nein, unmöglich. Tut mir leid, dass ich zu spät bin, Tohu. Ich habe verschlafen. Henry, bitte. Lenke mich nicht mit solchen Kleinigkeiten ab. Ich muss dieses Rätsel lösen. Tagelange Arbeit und wir stecken immer noch in der falschen Kammer. Aber diese Kammer ist doch ziemlich interessant, oder? Willst du wirklich den Rest der Ausgrabung auf der falschen Seite einer Tür verbringen, die so vielversprechend aussieht wie diese? Naja. No. Also nein. Na dann, knacken wir das Rätsel. Wir müssen uns in so einer Art Vorraum befinden. Unsere Funde waren überwiegend Dekorationsgegenstände. Und diese Tür, die sieht wichtig aus. Ganz genau. Warum sprengen wir nicht einfach die Wand? Kein Sprengstoff. Wir können nicht riskieren, etwas zu beschädigen. Was auch immer auf der anderen Seite ist. Ich wette, hinter dieser Tür verbirgt sich etwas sehr, sehr Wichtiges. Es muss einen anderen Weg geben. Diese Inschriften, sie sind der Schlüssel. Aber ich kann sie nicht entziffern. Sprich, Freund, und tritt ein. Nein, so funktioniert es nicht. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin hier. Ich möchte mir diese Inschriften genauer ansehen. Diese Zeichen auf der Tür, sie sehen schlicht aus. Ich bin nicht ganz sicher, aber etwas sagt mir, dass diese Inschriften nicht alt sind. Wahrscheinlich vergeudet Totel seine Zeit. Ich muss eine Möglichkeit finden, meine Vermutung zu belegen. Was? Nichts. Das sind schöne Inschriften. Ich sage Totel lieber nichts, bis ich mir sicher bin. Das Letzte, was wir brauchen können, ist ein weiterer Nervenzusammenbruch. Okay. Guckt er sich die jetzt genauer an? Nee, er sagt mir das Gleiche. Okay, also können wir uns die noch nicht so wirklich genau angucken. Vielleicht können wir die ja mit unserem Scanner hier, den wir aus unserem Rucksack geborgen haben. Müsste ich mal wissen, wie man da drauf zugreifen kann. Mal gucken. Ach, hier. Okay. So. Geologisches Zeitmessgerät. Das wenden wir mal hier drauf an. Mal sehen. Okay. Interessant. Sehr interessant. Den Messwert nach ist die Tür nicht mehr als 500 Jahre alt. Das ist deutlich jünger als unsere anderen Funde. Das kann nur eines bedeuten. Die ursprüngliche Tür ist mit einer Art Lehmsediment bedeckt. Okay, und die Inschriften müssen neuer sein als die Tür. Jemand hat sie in den Lehm geritzt. Die echte Tür muss unter der Oberfläche verborgen sein. Okay, das heißt... Was ist das denn hier für ein Auge, ey? Sehr gut. Ich denke, wir müssen den Lehm abkratzen. Und dafür brauchen wir wohl unsere Spitzkelle hier. Die stecken wirklich richtig im Boden fest, ja. Wir gehen nochmal zurück. Tasche, Tasche. Okay, da waren wir schon. Ja, die ist leer, okay. Wir brauchen... Hol unsere Spitzhacke. Jetzt sprechen wir Luke nochmal an. Ist alles in Ordnung? Mal sehen, ob wir dem was Neues fragen können. 4, 5, 2, 6, 7, 6, 5. Okay, notiert sie sich? Lass es mich wissen. Mal gucken. Wie kommt es, dass der Werkzeugkasten verschlossen ist? Ich kann meine Spitzkelle nicht finden. Bis später. Ja gut, das haben wir schon gefragt. Bis später. Wir gehen mal hier wieder zurück. Eingang. Die Kiste haben wir auch schon reingeguckt. Okay, was ist, wenn wir da angehen? Ich muss nicht zurück zum Basecamp. Okay, da gehen wir raus. Alles klar. Werkzeugkasten. Noch ein Versuch. Ich dachte wirklich, dass es diesmal klappen würde. Okay, doch nicht. Schade. Okay, davon brauche ich auch nichts. Es erinnert mich an die Löcher, die ich in die Blumenbeete meiner Mutter gegraben habe. Ich wollte schon immer Archäologe werden. Ja, das hilft uns nichts. Wir brauchen unsere Hacke, Schaufel. Mal gucken, was wir den noch fragen können hier. Hier sind noch mehr Pilze. Achso, wir wollten auch noch mal mit ihm reden hier. Er kann nicht, okay. Er ist zu beschäftigt. Können wir mit der Cobra noch mal quatschen? Cobra? Aber wir haben ja Pilze. Warte mal, wenn wir die Pilze uns einvernehmen... Wir fragen hier nochmal nach meiner Spitzkelle. Nee. Aber du hast sie gesehen? Nein. Okay, gut. Die Fragen sind immer noch da. So, wir haben noch einen Pilz. Wenn wir den essen, den können wir nicht essen. Den können wir noch nicht mal nehmen. Doch, den können wir nehmen. So. Wenn wir ihr den geben? Niemals. Okay, will sie nicht. Na dann nicht. Versuch was wert. Wenn wir Mikro, oh, ich sage mal Mirko, oder denke mal Mirko, aber da heißt es Mikro. Haha, nein, danke, okay. Mikro möchte ihn auch nicht essen. Der ist so lecker, kommt. Nein, okay. Luke will den auch nicht. Kalata? Vielleicht? Hm, der ist so lecker, der Pilz. Schade. Okay, dann gucken wir mal, ob Totel den essen möchte. Achso, jetzt erzählt er ihm das. Ah, vielleicht sogar weniger als 100 Jahre. Ah, okay. Heiliger Kraken! Bist du sicher? Ich habe meinen geologischen Chronometer benutzt. Haben Sie nicht daran gedacht? Ich war kurz davor, ihn zu benutzen, aber sie wirkten so uralt. Vielleicht hätte ich skeptischer sein sollen. Hm. Wie erklärst du dir dann die Inschriften? Ich glaube, es sind vielleicht keine Inschriften. Ich glaube, es sind einfach nur Kratzspuren. Hm. Nun, das könnte etwas Gutes bedeuten. Glaubst du, dass du einen Weg durch die Tür freikriegen kannst? Ich werde es versuchen. Was warst du hinter dieser Tür zu finden? Ich glaube, wir haben es hier mit präkataklysmischen Überresten zu tun, Henry. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Das scheint optimistisch zu sein. Wir brauchen ein wenig Optimismus in diesem Job. Okay, irgendeine Idee, wie wir durch die Tür kommen können. Jetzt, wo wir wissen, dass die Inschriften nicht von Wert sind, wir brauchen eine Art Lösungsmittel, um den Lehm zu lösen und ein Werkzeug, um ihn zu entfernen. Ein Werkzeug wie eine Spitzkelle? Wie meine Spitzkelle? Ich dachte an etwas Moderneres, wie eine thermische Spitzhacke oder ein Nanodetonator. Aber ja, wenn es dich glücklich macht, dann nehme ich an, dass deine lausige alte Spitzkelle ausreichen würde. Ja, lausig? Aber die haben wir ja nicht. Wegen der Inschrift. Kennst du das Passwort? Okay, das können wir ihn auch mal fragen. Vielleicht ist sie ja da drin. Teppich. Ja, es war Teppich. Moment, nein. Das ist das Passwort für mein Safe. Ja, schön, dass du uns das Passwort für dein Safe verraten hast. Ich glaube, ich habe meine Spitzkelle verloren. Deine Spitzkelle? Ich sah sie im Fernglas-Etui in der Nähe des Schutz. Okay. Bist du sicher? Nun, zuerst dachte ich, es wäre meine Kelle. Aber dann fiel mir ein, dass ich keine Spitzkelle benutze, weil wir im 50. Jahrhundert leben. Also muss es deine gewesen sein. Wann hast du die Spitzkelle im Fernglas-Etui gesehen? Ich hatte gerade meine morgendliche Checkliste erledigt. Es kann also nicht später als 10 Uhr gewesen sein. Aber als ich um 11 Uhr zurückkam, war das Fernglas-Etui verschwunden. Ich erinnere mich daran, denn ich sah Cobra Kaugummi kauen. Das ist seltsam. Cobra kaut nie vor ihrem Training um 11.15 Uhr Kaugummi. Fand ich auch komisch, deshalb habe ich die Zeit nochmal kontrolliert. Um 11 Uhr war das Fernglas schon weg. Jemand muss es entfernt haben. Ich sehe mal im Schutt nach. Es muss eine Spur geben. Okay, das ist ja schon mal ein erster Hinweis. So, keine Sorge, ich werde einen Weg finden, diese Tür zu öffnen. Okay. Hier können wir nicht weitergehen, dann gehen wir mal wieder zurück. Und der Schutt, komm her, Henry. Schutt meint er ja hier hinten, oder was? Ne, hier. Da ist der Schutt. Genau. Fußspuren. Interessant. Ich kann Vertiefung vom Fernglas-Etui und Abdrücke von Schuhabsätzen erkennen. Okay, können wir was mit der Schaufel jetzt machen? Nee. Die ist immer noch kaputt. Aber mehr sagt er ja auch nicht. Also er guckt jetzt nur. Ist es interessant? Wir brauchen irgendwas. Ah, wir können unseren Scanner mal nehmen. Mal gucken, ob der uns da irgendwie weiterhilft. Es gibt hier alles Mögliche von alten Steinen bis zu modernen Sedimenten. Was für ein archäologisches Durcheinander. Okay, den können wir jetzt nicht so wirklich gebrauchen. Den Pilz kann man wahrscheinlich auch nicht gebrauchen. Okay, der Pilz ist etwa 20 Monate alt, ja. Das legen wir mal wieder ab. Ich möchte ihn nicht wieder einpflanzen. Okay, war klar. Okay, komisch. Die Schaufel können wir nicht nutzen, weil die kaputt ist. Hier ist nochmal eine Lampe. Okay, die kann er nicht herausziehen. Und wir können hier nicht weiter mit dem Schutt interagieren. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir sprechen Kalata nochmal an. Kalata. So, wo warst du heute Morgen zwischen 10 und 11 Uhr? Wie bitte? Total kann bezeugen, dass das Fernglas-Etui um 10 Uhr drüben im Schutt lag, aber eine Stunde später war es verschwunden. Fernglas-Etui? Ich glaube, meine Spitzkelle war im Fernglas-Etui. Und ich habe dort Absatzspuren bemerkt von deinen Absätzen, Kalata. Henry, willst du mir etwas unterstellen? Na klar, ich stelle nur Fragen. Ma'am? Also schön, lass mich nachdenken. Ja, ich habe das Etui gesehen. Es lag im Schutt und ich dachte, es könnte verloren gehen. Also habe ich Mikro das Etui gegeben. Wann war das? Gegen 11, glaube ich. Nein, ich bin mir sicher, das war, als Mikro gerade Daten vom Basiscomputer runterlud und er einen Stromschlag bekam. Die Uhr des Computers blieb genau um 10:55 Uhr stehen, die Zeit, zu der ich ihm das Etui gab. Mikro muss also deine Spitzkelle haben. Aber wenn sie im Fernglas-Etui wäre, würde er das nicht wissen können. Ich werde mit ihm reden. Verlasse die Stadt nicht, es könnte sich weitere Fragen ergeben. Verstanden? Verlasse die Stadt nicht. Das ist gut. Okay, bis später. Ja, dann fragen wir mal den Mikro hier unten hier. Micro Machine. Ja, ich weiß, dass du da bist, wenn ich was brauche. So, Mikro, rück das Etui raus. Wir brauchen das. Ich kann jetzt nicht reden, ich muss Max helfen. Was? Jetzt können wir nicht... Ah, warum nicht? Komm, gib mir das Seil, ich halte das hier, oder was? Okay, warum können wir nicht mit ihm reden? Das ist doof. Wir müssen irgendwie ihn dazu bringen. Einen Pilz will er nicht essen. Schade. Wir müssen ihn irgendwie dazu bringen, dass er das Seil hier loslässt. Und seinen Kollegen da. Ja, okay, das wissen wir. Das machen wir weg. Ich kann das Alter des Lernraums nicht bestimmen. Wie sollte ich sein Alter bestimmen wollen? Er hat mit mir studiert, er ist so alt wie ich. Okay, hätte er sein können, dass er älter ist. Ja, das ist doof. Mit ihm können wir nicht reden. Das heißt, vielleicht kann Luke ihn ja ablösen. Mal gucken. Na, er sagt wieder irgendwelche Nummern an hier. Schade. Wie kommt, dass der Werkzeugkasten verschollen ist? Okay, wir schließen den Werkzeugkasten immer ab, wenn wir im Einsatz sind. Das ist üblich. Ich brauche einige Werkzeuge. Kennst du den Code? Achso, mehr oder weniger. Das sind viele Zahlen, die man sich jeden Tag merken muss. Ich kenne die ersten 4 Zahlen und Mikko kennt den Rest. Okay, 5657. Da haben wir schon mal die ersten 4 Zahlen. 5657. Okay. Das war kein Messwert. Ah, okay. Ich habe es bereits notiert. Zeig mir das mal. Ah ja, das war... Okay. Lass sie besser in Ruhe. So, Mikro, wir brauchen hier... Das Etui. Mann, ey, der muss doch irgendwann unten angekommen sein. Das kann doch nicht sein. Komm, gehen wir nochmal zu Cobra hier. Cobra? Nee, der hat auch nichts Neues. Okay. Wir gehen nochmal zu ihm hier zurück. Zu Total. So, kennst du das Passwort? Haben wir schon gefragt. Was meine Spitzkelle angeht. Okay, was meine Spitzkelle angeht, ich weiß wirklich nicht, wo sie ist. Ich sah sie im Fängnis. Ja, genau, okay. Das hatten wir auch schon. Kennst du das Passwort für den Werkzeugkasten? Nein. Wegen der Inschriften. Ja, ja, sie sind nicht wirklich alt, ich weiß. Ich wollte nur sagen, raus mit der Sprache. Es ist nur, du schienst so vertieft in die Entschlüsselung zu sein. Ach, Unsinn. Jedenfalls gibt es keinen Grund, den anderen davon zu erzählen. Das bleibt einfach unter uns, ja? Ja, na klar. Okay. Nee, keine Sorge. Okay, dann können wir wieder gehen. Ja, das Problem ist, wir müssen unbedingt an die Spitzkelle kommen, um das hier wegzumachen. Und die Spitzkelle, beziehungsweise das Etui, wo die Spitzkelle drin ist, hat hier Mikro. Der Mikro. Und der rückt die aber nicht raus, weil er das Seil hier unbedingt festhalten muss, weil sein Freund da dran hängt. Okay, das ist doof. Ich gehe nochmal in den Werkzeugkasten. Okay, er hat die Hälfte des Passworts, alles klar. Den Schutt nochmal. Okay, auch nichts Neues. Jetzt gehen wir nochmal in die Kiste. Und hier, was ist mit dem wissenschaftlichen Chaos? Standortmarkierung. Schwere Kisten. Theolit aus der Dose. Okay, ich brauche nichts davon. Ja, ich würde sagen, wir machen auch erstmal Schluss an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir machen im nächsten Let's Play weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.